Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Schleswig-Holstein mit mir, dem Kellerkind. So, das Problem mit dem Drescher oder mit dem Feld hat sich auch ergeben. Ich habe das Feld neu eingefahren, was wir EAE machen mussten. Und gerade unten hier an der Straße quasi das Feld ein bisschen kleiner gemacht. Also ein bisschen weiter nach innen gefahren. Und dann kommt der auch gut vorbei und nimmt auch alles weg. Es bleiben jetzt noch kleinere Ecken stehen, aber dann ist das halt so. Die grubbern wir einfach weg und dann haben wir da auch ein vernünftiges Feld. Der Abfahrer ist hier auch ganz gut zugange. Ich weiß gar nicht. Da gehen wir gleich hin. Ja, der hat schon mal was aufgenommen. Ist vorhin schon mal nicht weggefahren alleine. Da musste ich ihn neu starten. Und hier sind wir bei Feld 13. Da müssen wir die Schwart noch zusammenlegen. Gucken, was er uns jetzt hier sagt. Machen wir oben. Das ist Heu. Was ist das hier vorne? Das ganz helle? Auch Heu. Okay. So. Feldarbeit. Kurs generieren. Feld 13. Zwei Vorgewände. Weich. Kurs generieren. Abfahren. Nee. Ja, geh ruhig mal ein bisschen weiter vor. Dann kommst du auch mit der aus der Ecke raus. So, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Oder, nee, abfahren lassen. Wir lassen mal nicht Vorgewende anfangen, wir machen es umgekehrt. Kurs generieren. Wir Feld rein. Er soll bei dem Feld rein anfangen. Da bin ich mal gespannt. Erster Wegpunkt. Ich glaube, bei dem Schwadern ist da macht das Sinn, auf den Rhein anzufangen. Weil er sonst teilweise bei den Rhein das Vorgewende schon kaputt macht. Eine schöne Schwatt auf jeden Fall. Kommt auch ein bisschen was zusammen. Können wir das wieder ausmachen? Schade, dass man das nicht woanders. Aber ich meine, es gab auch eine Mod, wo man das hätte anders sehen können. Dass die Informationen woanders angezeigt werden. Muss ich mal schauen. So, und dann wenn wir Heuballen pressen. Wie kriegt er die Wände hier hin? Und fährt zurück, ne? Ja. Mal sehen, ob uns die ganzen Ballen hier runterkullern. So, also das wäre die Aufgabe. Hier habe ich schon mal Kurs eingefahren, hier für das erste Silo.
Ob es im Endeffekt so bleibt, wird man sehen, wenn man das mal einfährt. Ich werde es hier nochmal bezeichnen. Von wegen Silo A1. Dann zur Mitte. Silo A2. Ups. Und dann Silo. Ups. Erstmal Silo A3. Alle drei Punkte. Und dann machen wir hier mal zwei Ordner. Einmal mit Felder. Und einmal mit Silo A. Packen wir die da mit rein. So, Silo A und die Felder. Felder und Wiesen natürlich. So, dann haben wir alles schön geordnet. Und die anderen Punkte sind halt nicht so groß. Hier sind die drei Punkte drin und hier sind unsere Felder. Ich meine, ist auch komplett angeschlossen. So, hier sind wir gerade dabei, wie der Drescher abtankt. Da ist er noch richtig gut zurückgefahren, oder ist der... Nee. Also er fährt jetzt hier auch vernünftige Geschwindigkeiten. Also, obwohl es ja auch hier teilweise berghoch geht. Aber beim Vorgewende ging das ja gar nicht. Teilweise ist er stehen geblieben. Und eben nur durch die vielleicht einen halben Meter weniger Feld, was wir ihm gegeben haben. Man sieht ja, wie wenig da übrig geblieben ist. Also das, den Rand hat er doch einigermaßen sauber wegbekriegt. Und er fährt vernünftig. So, ich weiß gar nicht. Hier habe ich die großen Maschinen mal reingesetzt. Du bist noch nicht voll. Wir könnten... Ich meine, die Presse steht hier neben. Ich habe hier meine Werkstatt platziert an der Seite, damit wir eine Werkstatt am Hof haben. Und die Presse schicken wir jetzt mal zu Feld 13 rüber. Na, kommt er um die Ecke? Ist natürlich ganz schön eng, aber da passt schon. Und dann sind wir ja schon fast da.
Wie weit bist du? Du, noch eine. Ja, die werden immer kürzer. Dann dürftest du schon zum Vorgewende gehen. Dann speichern wir deinen Kurs mal ab. Haben wir nämlich noch nicht. Feld 13. Schwader. Was hat der für eine Breite? 9,3 Meter, kann das sein? Schwader. Wenn man das nicht sofort macht. Der ist das. 9,3 Meter. Oh. Hat sogar gepasst. Ja, hier. Das müsste ja auch schon fast das zweite Vorgewende sein. Ja, das jetzt nicht. Ja, 50% gefüllt. Die Sachen können wir sperren. Dann klicken wir da nicht rein. Ja, du musst noch warten. Hof werden wir immer näher am Punkt haben, wo wir hinspringen können. Er fängt wohl jetzt mit dem Vorgewende an, so wie es aussieht. Bin mal gespannt, wo er anfängt. Ja, hier würde er immer was von den anderen Bahnen mitnehmen. Oh, hier fängt er an. Oh, das schafft er nicht ganz. Ja, da werden wir gleich leer hochfahren, so ungefähr. Da werden wir bei der ersten Reihe nichts wegbekommen. Hier ist auch so eine Senken, sag ich mal. Da hat er, wo er nicht schwadern konnte. Ich hoffe, die machen keine Probleme. Der Rand wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Probleme bereiten. Hier die Seite hatten wir ein bisschen nachgearbeitet, noch mit den Wänden.
So, jetzt dürfte er auf die erste Bahn ziehen. Dürfte dann gleich fertig werden. Oh, er ist fertig mit. Können wir hier noch mal kurz den Kurs laden? So. Und können ihn gleich losschicken. Bleiben wir jetzt hier erstmal beim Abfahrer. Feld 10 haben wir ja schon abgearbeitet. Da muss gekalkt werden. Werden wir uns ein Silo am Hof stellen, wo wir den Kalk kaufen können. Macht es keinen Sinn, sag ich mal, zum Händler zu fahren. So. Fahr du wieder los. Und du konntest keine Fahrt berechnen. Jetzt geht's doch. Weil den Feldkurs, den habe ich auch eingefahren. Also, ja, man sieht, wie buckelig das teilweise hier an der Seite ist. So, du bist fertig. Dann können wir ja mal sagen, dass der hier anfangen soll. Erster Wegpunkt. Feldarbeit. Abfahrer einstellen. Kriegen wir doch einen Ballen zusammen. Oh, ist doch eine Menge. Jetzt Frage, rollt er nach unten? Nee, er bleibt wohl noch liegen. Aber der wird wahrscheinlich rollen. Jo. Da werden wir dann Probleme kriegen. Da wären eigentlich eine Ballenpresse, die quasi die auf die Seite legt.
Oh, wo fährt er denn hin? Oh, der fährt eine Abkürzung oder eine andere Strecke, um zum Lager zu fahren. Aber ich muss mal schauen, woran es liegt. Er fährt hier, ich meine, immer links rum. Er kippt ab, das ist die richtige Seite. Leider hat die Wand ein bisschen Kollision da. Und er kippt so weit rüber, dass er sich ein bisschen rüber drückt. Aber das geht alles noch. Mal sehen, wie er jetzt rausfährt. Ja, das verstehe ich nicht. Warum fährt er nur links rum? Gut, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Er kommt ja wieder zum Feld. Aber es könnte natürlich sein, er findet den Punkt da nicht. So, du kannst jetzt erstmal, nimm dich raus, entlassen, löschen. Da hinten habe ich noch keine Punkte angelegt, weder zur Werkstatt. Dann können wir den ja mal anlegen. Dann fahren wir hier über einen Hof. So, dann können wir hier rumfahren. Hier ist ja soweit ein Kurs eingefahren. Kommen wir hier vorbei. Lass uns ruhig mal den nehmen. Weil wir müssen ja sehen, vielleicht kommen da noch. Da ist der Punkt. Hier kommen wir beide ran, also können wir den so nehmen. Ziehen hier einfach rum. Starten. Gucken wir, dass wir hier drauf kommen ungefähr. Und ziehen hier einfach dran vorbei. Können hier dann den Punkt Werkstatt eingeben und fahren dann hier wieder raus. Ich hoffe, der Platz reicht.
und schließen den hier vorne wieder an. So, aufhören. Machen wir wieder wie drüben. Wir setzen den Punkt hier auf die Bahn. Löschen dann die beiden und verbinden jetzt nur den mit dem. So, jetzt ist der Kurs wieder komplett. Und das können wir hier auch machen. Ach, da kommen wir zurück. Wir müssen von da drüben gehen. Okay. Falsch. Dann lass uns die nochmal löschen. Wir kommen ja von hier vorne. Von dem ersten Kurs. Und fahren dann hier rüber. Können wir aber so gut auch machen. Lass den Kurs mal starten. So, dann fahren wir hier drauf, beenden und gucken mal. Den können wir leicht hier anschließen. Dann schließen wir den mit dem an. Dann müsste das doch eigentlich gut funktionieren. Ach, den Punkt noch setzen, dann. Haben wir da einen Punkt? Ja. Ich würde gern, dass der bis hier vorne fährt. Deswegen setzen wir da nochmal einen Punkt. Löschen die Strecke. Verbinden jetzt den mit dem. Und sagen jetzt hier Werkstatt. Dann schauen wir mal, ob er da hinkommt. Ist ja egal. Wir starten ihn jetzt einfach mal von hier aus. Hier sollte eigentlich ein Weg auch darüber gehen. Jawohl. Dann können wir auch mal gucken, ob wir mit dem Gerät irgendwo hängen bleiben. Weil ist ja schon mal was anderes, aber das sieht gut aus. Der lenkt schön mit. Das sieht doch super aus. So, was macht ihr beiden? Also der Drescher ist am Arbeiten, das ist immer ein gutes Zeichen. Er ist auch mit dem Vorgewinn mit den Reihen durch, schätze ich mal. Ja, und die Ballen sind alle nach unten gerollt. Da müssen wir jetzt gleich erstmal die Ballen unten wegpacken. Ich würde sagen, wir unterbrechen den jetzt hier
Abfahrer entlassen. Ein Stück zurück. Setzen ihn schon mal so raus und beenden. Wir müssen jetzt erstmal Ballen sammeln. So, liebe Leute, und da sind wir schon am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Schleswig-Holstein mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.